Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Lilly-YouTuber. Ich bin's, Tana, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ich habe ein Statement von Nico Legert. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ist es eine Schadensbegrenzung? Zeigt er wirklich Reue? Glauben wir ihm? Weiß ich nicht. Und davor hat er ja nochmal was gepostet, von wegen, dass er gerne die Tage mit uns sprechen möchte, dass er ein Video dazu macht. Sarah hat auch ein Statement dazu abgegeben. Drunter geschrieben so 1.1.2.3. Darauf werde ich auch gleich eingehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ihr das findet, ob wir ihm das jetzt abkaufen, ihm glauben. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, was er von sich gibt. Vielleicht verkaufen sich die Würstchen nicht so gut mit seinem Papa zusammen. Ne? Die haben ja so eine Wurstwerbung mal gemacht mit Thorsten Legert. Thorsten Legert hatte sich auch dazu geäußert, dass er irgendwie mal Eier zeigen soll, sich melden solle und zu seinen Fehlern stehen solle. Aber davor hatten sie Interviews gegeben, es war alles in Ordnung. Der steht hinter seinem Sohn und Nico Legert hat ja die Sarah auch als Hinter-Frau bezeichnet. Ne? Hinter Frau bezeichnet. Und das war vor ein paar Wochen, ne? Also bei dem Interview, bei dem RTL-Interview. Aber ich glaube, der hat einfach richtig viel Shitstorm abgekriegt, richtig viel Hate. Und auch sein Vater, weswegen sein Vater auch ein Video gedreht hat und gesagt hat, statt ihn in die Stube zu rufen und zu sagen, so, jetzt müssen wir mal reden, Sohn, hat er sich direkt vor Instagram, vor die Cam gesetzt und hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal darüber reden, dass mein Sohn sich vor die Cam setzen muss und sich mal entschuldigen muss. Also dann denke ich so, hä, wieso müsst ihr das alles so publik machen? Ne? Also es ist auch eine indirekte Entschuldigung gegenüber Sarah, glaube ich, gewesen von Thorsten Legert, statt sich mal einfach aufrichtig zu entschuldigen, auch für seinen Sohn. Klar kann er nichts dafür, was sein Sohn gemacht hat, aber zwar können die Eltern nichts dafür, ne? Und die sollten auch keinen Hate und keinen Shitstorm kriegen. Aber die Erziehung spielt eine ganz große Rolle. Und ich meine, die Verteidigung, klar, er verteidigt seinen Sohn, aber man kann da auch im Interview oder vor RTL ein bisschen anders reden, ne, darüber. Und auch die Mutter hätte mal ein bisschen Stellung dazu beziehen können. Also, wisst ihr, was ich meine? Das hat so ein bisschen gefehlt. Aber wir werden uns das gemeinsam angucken. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, falls du natürlich noch auf dem Kanal bist. Über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare und falls du natürlich ganze Folgen streamen möchtest. Und in meiner Beschreibung findest du den Link zu rtlplus.com. Da kannst du Temptation Island gucken. Und ich werde nochmal verlinken Nikos Insta-Profil, nico.legert. Und ja, falls du mir natürlich gerne über Insta folgen möchtest, kannst du es auch gerne tun unter meiner Beschreibung. Und du kannst natürlich auch mir über TikTok folgen. Und jetzt geht's wie immer los. So, hier habe ich eine Insta-Story von Nico Legert. Vor ein paar Tagen hat er das nämlich gepostet. Da steht, hey Leute, erstmal sorry, dass länger nichts von mir kam. Ich bin seit Tagen fix und fertig. Ich schäme mich so sehr für all das, was ich dort getan habe. Ich weiß selber, dass ich das alles nicht rückgängig machen kann, aber habe aus diesem Fehler, den ich dort gemacht habe, definitiv gelernt. Ich bereue es so sehr, wie ich mich verhalten habe gegenüber Sarah. Sowas hat kein Mensch verdient. Die nächsten 2 bis 3 Tage per Video dazu nochmal genauer äußern. Tut mir bitte nur einen Gefallen, lasst meine Familie daraus, die können für mein ekelhaftes Verhalten nichts. Lieben Gruß, Nico. Also auf jeden Fall können deine Eltern nichts dafür, die sollten auch keinen Hate abkriegen. Also grundsätzlich Hate, Mobbing geht überhaupt nicht, bin extrem dagegen. Und auch wenn Nico so Scheiße gebaut hat, es ist nicht unsere Sache, wir können darauf reacten, aber haten, beschimpfen, beleidigen geht überhaupt nicht im Netz, finde ich. Dazu hat sich dann nochmal Sarah gemeldet. Ich bin der Meinung, dass Nico mittlerweile ein Management hat, weswegen er jetzt Reue zeigt. Schadensbegrenzung können wir es nennen. Dennoch kommt mir das nicht so glaubwürdig rüber. Wir gucken mal, was Sarah noch dazu geschrieben hat. Also, die Sarah hat einen Screenshot gemacht von dem Text, was Nico Legert gepostet hat. Und dann hat sie erstens, zweitens, drittens gemacht. Also, die Beleidigungen, klar, die sind ja ein paar Wochen her. Ne? Also, dass er sich so schnell wieder verändert hat und darüber so schnell reflektiert hat.
kommt mir auch so ein bisschen komisch vor. Und gerade der dritte Punkt ist wichtig, kommt es ja nur, weil Papi es gefordert hat. Ja, der Papi hat es wahrscheinlich gefordert. Der dachte wahrscheinlich von wegen, jetzt bekommen wir Shitstorm ab. Es tut nicht gut für unsere Marke, für unsere Würstchenmarke oder für was wir auch geworben haben. Und das Management hat wahrscheinlich auch gesagt so, ey, ihr müsst euch jetzt entschuldigen, ihr müsst jetzt Reue zeigen. Und das tut er jetzt auch. Ne? Gucken wir mal gemeinsam, was er da uns alles erzählt. Hey meine Lieben. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich mich jetzt mal zu Wort melde. Zu dem Ganzen, was gerade so bei Temptation Island passiert ist, hauptsächlich über meine Person. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, ich bin extrem geschockt und... Ach echt, bist du jetzt geschockt über die Situation? Also wir sind schon seit Wochen geschockt und gerade über deine Beleidigung Sarah gegenüber und gerade das Ganze halt bagatellisiert hast. Naja gut, die Hoffnung stirbt halt zuletzt. Am Ende, was ich halt alles dort gemacht habe, also ich muss euch auch sagen, ist jetzt gerade wirklich einfach für mich. Ach was, und wie einfach soll es dann für Sarah sein? Die Arme ist immer noch krass traumatisiert. Also wir haben uns ja das RTL-Interview gesehen, ne? Und dann hat sie auch noch gesehen, wie du sie beleidigt hast. Also, tut mir leid, sorry, aber das kommt alles zu spät, mein Lieber. Und ja, die letzten zwei, drei Wochen waren für mich sehr, 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 sehr schwer. Ich habe halt wirklich auch sehr, sehr viel abbekommen, aber auch verständlich. Aber es nimmt natürlich trotzdem einen gut einen mit, gerade mental und physisch. Aber da muss ich jetzt leider auch überstehen. Fehler macht man und aus Fehlern soll man auf jeden Fall auch lernen und das habe ich auf jeden Fall. Genau, wir sind Menschen, wir machen Fehler, ne? Und wir entschuldigen uns, zeigen Reue, ernsthaftes Bemühen, das ist sehr, sehr wichtig. Und das tut er hier auch. Bisschen zu spät. Ich hoffe mal, dass er das wirklich eingesehen hat. Glauben tue ich es nicht wirklich. Ich habe mich jetzt auch wirklich sehr, sehr extrem reflektiert. Und das, was ich dort gemacht habe, das, was ich der Sarah angetan habe, das geht einfach gar nicht. Das ist maximal asozial gewesen. Das ist so verletzend und demütigend gewesen. Also das kann man auch nicht entschuldigen. Ich weiß auch, dass die Sarah mir, ich glaube, das auch nie verzeihen wird. Ist auch verständlich, weil das, was ich abgezogen habe, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man Menschen antun kann. Ja, das ist sehr hart. Es ist, wie gesagt, traumatisierend. Und nicht bei uns musst du dich entschuldigen. Du musst die Sarah direkt anrufen, dich dort entschuldigen bei ihr. Egal, wie oft auch du ihr schreiben musst, schreib ihr, entschuldige dich. Sie muss halt jetzt ihre Wunden irgendwie lecken. Ne? Ich hoffe, sie kommt davon weg. Und ich hoffe, dass es ihr irgendwann gut geht nach dieser ganzen Situation. Aber wir haben dich dort ja auch erlebt. Ne? Obwohl du wirklich richtig viel Scheiße gebaut hast, hast du immer gesagt, so, es ist alles in Ordnung. Ich teste meine Grenzen aus. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Du hast nichts einsehen. Ne? Und mich wundert es, wie du das Ganze jetzt einsiehst. Ne? Also... Es wundert mich wirklich. Aber eins ist mir auf jeden Fall klar, ich will Reue zeigen, weil... Achso, ich will jetzt Reue zeigen, weil jeder mich fertig macht, weil ich so viel Hate abbekommen habe, weil das Management mir gesagt hat von wegen, du musst dich jetzt anders verhalten, du musst Reue zeigen, weil Papa Thorsten Legert gesagt hat, jetzt musst du dich mal zusammenreißen, unsere Marke geht kaputt. Ne? Deswegen willst du Reue zeigen... Man sollte Reue zeigen, weil man es will, aus tiefstem Herzen, mein Lieber. Und das sehe ich hier nicht. So geht es halt auch für mich nicht mehr weiter. Also ich bin jetzt gerade auch wirklich an so einem Punkt, es ist für mich sehr, sehr schwer. Ja, weil ich selber damit auch gar nicht mental klarkomme, so was ich dort gemacht habe, wie ich mich dort verhalten habe. Ich war selbst sehr, sehr geschockt, auch Menschen, die mir sehr nahe standen. Ja, nicht nur die Menschen, die dir nahe standen, sogar das ganze Publikum ist sehr schockiert gewesen. Vor allem, wie du dann danach über sie hergezogen hast. Dass du das immer noch nicht eingesehen hast, was du da praktiziert und produziert hast. Ne? Haben sich selbst gefragt, so, was ich dort mache, warum ich das gemacht habe. So, ich kann auch viele Sachen, kann ich auch nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Ich sag mal so, man muss immer noch sagen, es ist passiert. Es ist jetzt auch schon wirklich einige Monate her, wo das alles war. Ich will euch jetzt nichts irgendwie für gut heißen oder sonst was, aber ich will euch nur eins sagen, aus der Scheiße habe ich auf jeden Fall gelernt. Und ich hoffe, du hast aus dieser Scheiße gelernt
und es ein paar Monate her, wo das passiert ist, dass du das damals nicht reflektiert hast, dass du es heute erst reflektierst, lässt schon so einen Beigeschmack, ne? Und es ist fragwürdig, finde ich. Sollte es in der Branche weitergehen, weiß ich auf jeden Fall ganz genau, was ich nicht mehr machen werde und woraus ich auf jeden Fall auch gelernt habe. In dem Sinne, ich hoffe, ihr nehmt euch das jetzt ein bisschen zu Herzen und ich würde euch wirklich sagen, das kommt wirklich gerade bei mir auch vom Herzen. Mir fällt es auch sehr, sehr schwer, das jetzt gerade auch zu sagen, weil ja, gerade mental bin ich gerade halt wirklich komplett fertig. In dem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und ihr werdet jetzt wieder bald mehr von mir hören. Nein, bitte nicht. Tu uns das nicht an. Wir möchten nicht, dass du weiterhin in dieser Branche Fuß fasst. Also nicht, dass ihr dann irgendwie dann bei Prominent getrennt mitmacht, ne? Wie bei Michelle und Mark Robin. Und wir möchten euch auch nicht bei Ex on the Beach sehen. Also Sarah schon gerne, ne? Die würden wir weiterhin gerne in Formaten sehen, aber dich nicht. Also das haben wir nicht verdient, wirklich nicht. Also wir sind alle traumatisiert und wir mussten erstmal wirklich, ein paar Tage haben wir gebraucht, um überhaupt damit klarzukommen, ne? Was denkt ihr über diese ganze Situation? Glaubt ihr ihm das? Stirbt die Hoffnung zuletzt? Gibt ihr dem Nico Ligert eine Chance? Ich weiß es nicht. Also ich finde das Ganze hier eine Schadensbegrenzung, eine krasse Schadensbegrenzung. Und ja, ich glaube, der hat jetzt ein Management, die dem halt sagen, so von wegen, nee, das und das, du hast echt Scheiße gebaut, jetzt musst du dich anders äußern dazu. Und ja, und Papa Thorsten, ne, der ist auch dagegen, ne, weswegen er dann auch so einen Aufruf gestartet hat bei Instagram, was ich nicht verstehe, weil die leben ja alle im selben Haus, ne? Also die hätten sich ja in der Stube treffen können. Mich interessieren auf jeden Fall eure Meinungen, falls natürlich noch mein Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare und falls du natürlich ganze Folgen streamen möchtest. Und dann in der Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com, da kannst du auch die ganzen Folgen streamen von Temptation Island und du kannst Nico Legert gerne auch über Insta folgen, wenn du möchtest. Ich verlinke das nochmal, du kannst mir natürlich auch über Insta folgen. Und ich habe auch mittlerweile TikTok unten in meiner Beschreibung, kannst du dir gerne angucken. Und das war's auch, meine Lieben, danke euch.